Ja, hallo Matthias. Hi, grüß dich. Du hast gerade eine Session angeboten, Culture to go. Ja. Das hört sich so an wie die Kultur zum Mitnehmen. Was verbirgt sich denn dahinter? Ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen so gedacht oder eigentlich sogar richtig so gedacht. Also in kurzen Formaten, eine halbe Stunde alle zwei Wochen oder in einer Stunde pro Monat, Themen zu vermitteln, die die Personen direkt mitnehmen können in ihren Alltag. Wie sieht sowas ganz konkret zum Beispiel aus? Bei euch vielleicht kurze Frage, aus welchem Unternehmen kommst du? Ich komme von Merck und bin dort im Innovationszentrum, im neu gegründeten Innovationszentrum tätig. Ein Beispiel wäre, alle zwei Wochen, eine halbe Stunde, können Personen zu uns kommen. Vollkommen frei, es ist angekündigt, bekommen drei Fragen zur Reflexion über sich selbst und ihr Verhalten und wie das denn so wirkt und natürlich auch nach vorne gerichtet, wie sich das dann irgendwie vielleicht in ihrem Sinn auch verbessern lässt. Dabei spielen wir ein bisschen Musik und nach 20 Minuten reflektieren wir dann darüber, wie gerade die Lernerfahrung war. Und wie sind halt so die ersten Lernerfahrungen auch vielleicht von dir, weil das ist ja was ganz Neues, glaube ich? Ja, also das ist in der Tat, das ist spannend, das zu begleiten. Ich bekomme gute Rückmeldungen, die mir helfen, das auch zu verbessern. Und stellen fest, dass vor allem, wenn jemand zweimal dabei gewesen ist, dass es dann ganz großartige Rückmeldungen gibt im Sinne von, beim ersten Mal wusste ich nicht so recht, was ich damit machen soll, aber nachdem ich es gemacht habe, war ich die letzten zwei Wochen sehr achtsam mit mir. Ich war gut in der Selbststeuerung, ich habe darauf geachtet, wie ich in Kontakt zu anderen bin und es hat mir geholfen, besser und gesünder, aber gleichzeitig auch effektiver, effizienter durch den Tag zu kommen. Jetzt hast du ja die Session angeboten, um so ein paar Impulse zu bekommen. Ja. Ich war ja selbst dabei. Ich fand es hochspannend, auch überhaupt den Namen Culture to go und auch das Konzept, was ihr anbietet. Ja. Welche Impulse sind dir denn jetzt am meisten hängen geblieben, wo du sagst, Mensch, könnte ich vielleicht versuchen? Es war einfach großartig, weil ich mich vorher zu sehr wohl limitiert habe. Also nicht im Sinne von Think Big, aber es war einfach toll, was aus Resonanz kam, was man in einer Stunde alles machen kann. Also von einem vereinfachten Disk-Profil, wo ich dachte, es wäre vielleicht zu groß, aber dann in der Diskussion sehr schön herausgearbeitet wurde, dass das geht. Und das werde ich probieren. Bis hin auch zu, dass man einfach Interesse wecken kann über Lernerfahrungen durch Spiele, durch Elemente. War eigentlich alles dabei. Ich denke auch an die Postkartenübung, bei der man dann für sich selber etwas mitziehen kann und sagen kann, warum man gerade diese Postkarte gezogen hat. Also auch ganz einfache Elemente, die sich hervorragend in kurzer Zeit machen lassen, um trotzdem eine Lernerfahrung und zumindest eine Selbstreflexion zu erzeugen. Fand ich toll. Also reich beschenkt worden. Könntest du dir auch vorstellen, solche Elemente, also Culture to go, habe ich verstanden, ist ja nur eine ganz kurze Session, so eine halbe Stunde, Stunde, mehr Zeit hat man nicht. Ja. Aber sowas in größerem Rahmen einzubauen, also in andere Veranstaltungsformate als Element einzubauen? Gute Frage. Im Moment würde ich eher sagen, ich würde an dem Konzept erstmal in die Richtung, also als Nudge, als kleine Elemente, mit denen ich vielleicht eine große Wirkung erzielen kann, festhalten und würde jetzt gerade, wo du es sagst, umgekehrt darüber nachdenken, in welche größeren Konzepte kann ich vielleicht dieses Element einbauen, als jetzt andersrum zu sagen, ich müsste daraus ein größeres Element machen, weil ich auch glaube, dass es total gute, erfolgreiche, größere Elemente gibt. Und umgekehrt könnte ich mir vorstellen, dass man mit dem Culture to go solche eher nochmal anreichern könnte. Aber das ist jetzt eine Idee, die gerade hier im Gespräch entsteht. Ja, also ich fand es ganz spannend und ich war vorher in einer Session Learning Nuggets, also so Lernelemente zum Mitnehmen und so habe ich das jetzt eigentlich auch verstanden. Culture to go, finde ich gut.